Bei ca. 40 Millionen Erwachsenen in Deutschland ab 16 Jahren ist eine Fehlsichtigkeit bekannt. So der Berufsverband der Augenärzte. Die meisten von ihnen setzen auf Brillen, nur ein kleiner Teil, ca. 5% auf Kontaktlinsen. Ich bin nun hier in Tuttlingen bei einem Optiker. Heute möchte ich die neuesten Trends erfahren und wissen, was es in Sachen Kontaktlinsen so für Entwicklungen gibt. All diese Fragen stelle ich Andreas Ströble, er ist Augenoptikermeister. Hallo Andreas. Hallo Katharina. Du sag mal, was sind aktuell die Trends in Sachen Brillen? Ja, nach wie vor ist immer noch der Kunststofftrend anhaltend. Die gibt es in sehr vielen verschiedenen Formen und Varianten. Aber wir haben auch Naturwerkstoffe, die mittlerweile sehr nachgefragt sind, wie Holz oder auch Büffelhorn zum Beispiel. Momentan immer noch sehr stark der Retro-Look, den es sowohl in Kunststoffvariationen als auch als Metallvariante gibt. Das klingt ja echt spannend und nach viel Auswahl. Wie finde ich denn jetzt die beste Fassung für mich? Ja, ich habe schon mal da was für dich vorbereitet. Ich würde sagen, wir nehmen mal Platz. Okay. Wie du siehst, haben wir hier schon mal verschiedene Brillengestelle, Modelle, Farben und auch Variationen. Ich würde vorschlagen, du probierst es einfach mal auf. Wichtig ist es einfach, dass die Brille auch passend zu deinem Gesicht ist, also dass die Brille nicht zu breit ist, nicht zu schmal ist und dass die Form einfach auch zur Gesichtsform passt. Mhm. Ich habe jetzt auch mal eine Brille mit beigelegt, wo ich denke, dass die nicht stehen wird. Okay. Jetzt probieren wir es einfach mal aus und schauen, ob ich damit richtig gelegen habe. Wir fangen mit einem Negativbeispiel an, ja? Genau, mit einem Negativbeispiel fangen wir an. Darfst du die mal aufsetzen? Das ist jetzt eine Holzbrille. Kannst du hier mal in dem Spiegel dich anschauen? Okay. Jawohl, die sieht richtig klasse aus, also finde ich richtig gut. Die passt auch super zu deinem Typ einfach, du bist ja ein bisschen der dunklere Typ. Mhm. Die Brille hat eine schöne Ausdrucksstärke, die Form ist nicht zu rund. Das haben wir ja vorher schon festgestellt, dass es bei dir zu rund einfach nicht in die Gesichtsform passt. Die ist jetzt ein bisschen länger gezogen, die ist nicht zu breit. Finde ich klasse. Doch, gefällt mir auch. Aber was ist denn jetzt, wenn für mich eine Brille absolut gar nicht in Frage kommen würde? Auf was muss ich bei Kontaktlinsen achten? Ja, bei der Kontaktlinse, da müssen wir uns erstmal dein Auge ganz genau anschauen, ob das überhaupt möglich ist, auf deinem Auge eine Kontaktlinse anzupassen. Okay. Dazu würde ich vorschlagen, gehen wir mal nach oben in unseren Kontaktlinsenanpassraum, gucken uns dein Auge an. Okay, perfekt, mach mal. Komm mit. Die Messung geht los. Ja, Andreas, wir haben jetzt gerade mein Auge ausgemessen und wie finde ich denn jetzt die passende Kontaktlinse für mich? Genau, also wir haben ja gerade den perfekten Fingerabdruck von deinem Auge gemacht. Deswegen wissen wir, was wir für eine Basiskurve, was für eine Hornhautkrümmung du hast, was für eine Größe wir von der Kontaktlinse brauchen. Ich habe jetzt hier schon mal die richtige Kontaktlinse für dich ausgewählt und die würde optimal auf dein Auge passen, weil es, wie gesagt, sehr wichtig ist, dass die Linse individuell angepasst wird. Ist das denn jetzt auch der neueste Stand der Technik, würdest du sagen? Ja, also die Linse, wo ich die rausgesucht habe, das ist eine Silikonhydrogel-Linse. Die ist hochgas-sauerstoffdurchlässig. Also diese neuen Linsenmaterialien, die lassen so viel Sauerstoff an dein Auge, wie wenn du gar keine Linse tragen würdest. Okay, Wahnsinn. Was würdest du sagen, was die Zukunft da noch bringt? Also die Entwicklung geht ja immer weiter von den Linsenmaterialien und versucht immer, die Linse noch dünner zu gestalten, dass sie vom Tragekomfort einfach angenehmer werden. Und man versucht auch gerade im Multifokal- oder Gleitsichtglasbereich die Linse weiter vorzubringen, damit auch die Generation, wo eine Lesebrille braucht, mit der Kontaktlinse dann auch optimal sehen kann. Okay, wow. Klingt interessant und ich bin gespannt, wann das alles dann hier in Erscheinung tritt. Vielen Dank, Andreas. Gerne.